willkommen zu einem neuen Video. Wie ich euch vor einer Weile schon mal gesagt habe, es haben jetzt meine Ferien begonnen, wieder mal. Ist lustig. Eine Woche nur. Aber da ist eigentlich auch ein bisschen was, meine Frau hat ein bisschen was geplant gehabt, so auch bike-mäßig. Bin schon sehr gespannt. Und dafür werde ich definitiv jetzt vorher nochmal mein Bike, ihr Bike dann natürlich auch, aber erstmal meins, auf Vordermann bringen. Das heißt, ich mache einen Gabelservice. Das werde ich euch ein bisschen zeigen. Werde einen Steuersatz nochmal neu fetten. Werde die Ventile wahrscheinlich die Ventile tauschen. Erstmal gucken, wie die jetzigen aussehen, ob die halt komplett zugeklebt sind von der Dichtmilch. Wenn ja, habe ich schon neue Ventile da. Fülle neue Milch rein. Also Dichtmilch. Dass es eigentlich soweit in der Hinsicht alles fertig ist. Ne? Ich habe jetzt schon mal soweit alles vorbereitet. Ne? Hier, wie ihr seht, Gabel rausgenommen. Habe auch schon hier die ganzen Einstellungen wieder auf Null gesetzt. Merkt, wenn ihr mit den Einstellungen zufrieden wart, merkt euch die, und damit ihr die danach wieder einstellen kann. Auf der Seite habe ich auch die Luft runtergelassen, schon komplett. Laut Hersteller muss man das nicht machen. Ich mache es trotzdem gerne. Weil laut Hersteller ist angeblich auch keine, hier unten noch, wenn ich öffne, kein Öl drin in den Standrohren. Wo ich erstmal einen Service gemacht habe, ja, sah ich aus wie Sau. Es war Öl drin. Ja. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich erstmal vorher wirklich alles, was man braucht, so ein bisschen zurechtlegt. Also ich habe hier die ganzen Teile, die ich abgebaut habe. Ich hoffe, ihr seht mich, ist ein bisschen dunkel in meinem Keller. Achse rausgenommen, Vorderrad logischerweise rausgenommen. Ich brauche jetzt zum Abnehmen des Castings. Ich habe die jetzt einfach nur hier rangebunden, die Vorderradbremse, damit ich die halt nicht nachher wieder komplett neu einstellen muss. Habe aber halt die Backen verklemmt, dass wenn ich mal an den Hebel rankomme, dass sie nicht zugehen. Habe ein Tuch gemacht und ein noch halt so was anderes rumgebunden, damit man halt das, falls mal irgendwie doch ein bisschen was kommt, nichts auf die Bremsklötzer gelangt. Ne? Als allererstes zieht man den einfach nur ab. Das ist eigentlich ganz simpel. Immer geordnet hinlegen, damit man ganz genau weiß, wie man was macht. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin mit in der Hand. Ne, nicht ganz. Wartet mal. Dann aber halt auch gucken, ob der soweit in Ordnung ist. Ist er. Wenn nicht, wäre auch nicht schlimm. Ich habe noch ein ganzes Paket an Dichtungen hier. Dann nimmt man jetzt eigentlich nur einen 10er Schlüssel. Schraubt das hier unten auf. Nimmt sich so ein kleines, ich habe hier so eine Blumentöpfe dafür. Kleines Gefäß. Hält die runter. Nimmt sich den Gummihammer. 1-2 Schläge. Also man schraubt die nicht komplett raus. Das ist ein bisschen Restgewinne. Gibt hier zwei, maximal drei kleine Schläge rauf, sieht, dass dann reingeht, schraubt restliches Gewinde ab und zieht es ab.
wie ihr gesehen habt gerade, es ist wirklich recht simpel. Ne? Paar kleine Kleckereien gibt es trotzdem immer, ist klar. Ihr habt jetzt hier komplett einfach nur die Brücke mit den Tauchrohren dran. Den Gummi, den nehme ich zum Beispiel immer komplett ab. Ne? Man macht den halt separat, ein bisschen sauber. Erstmal hinlegen. Normalerweise habe ich eigentlich auch immer Handschuhe an. Ne? Die liegen noch da, liegen noch da. Ich hatte sie von eigentlich schon zurechtgepackt. Hab's wieder vergessen. Mache ich dann beim Zusammenbauen. Wenn ich halt nicht wieder irgendwelche Fett- oder Ölrückstände da hinterlasse. Ihr habt gesehen, ich habe in meinem Beutel drin. Das war mal ein Bettlaken gewesen. Weil es ist nichts besser als einfach nur ein schöner, trockener, sauberer Lappen. Ne, um alles wieder vernünftig reinzumachen. Ne, wenn die extrem dreckig oder fettig sind, nimmt sie nicht nochmal. Schmeißt sie weg. Ne? Ja. In der Hinsicht war es das vom ersten. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich innen drin alles auseinandernehme. Neue Fette und so. Ne, und dann, ja. So, wie ihr seht, eigentlich relativ simpel. Ja. Man muss bloß aufpassen beim Aufschrauben, dass man halt, wenn man halt so wie ich nur einen Franzosen hat, nicht abrutscht. Ja. Wie gesagt, achtet bitte drauf, dass ihr halt keine Ringe tragt oder irgendwas, sondern dass ihr halt von den empfindlichen Teilen wirklich nichts, aber wirklich gar nichts zerkratzt. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Ich habe nochmal alles so mit reingeschaut mit der Taschenlampe. Gleitbuchsen, alles gut. Auch in der Innenseite von der Gabel, was ich sehen konnte. Alles wirklich gut aus. Dann nehme ich jetzt, wenn ich ihn finde, hier, mein Pinsel. Dazu habe ich ein schönes Mehrzweck-Gleitfett. Und pinsel das alles noch ein bisschen ein hier so. Feder halt auch schön gleitet beim Ein- und Ausfedern, dürfte an sich nichts passieren, nicht, weil es ja in einer geschlossenen Kammer ist, aber es kann auch nicht schaden, ja. Wenn da halt ein bisschen Druck dahinter ist. Nein. So, dann wird es wieder reingeschraubt. Spürt einen kleinen Gegendruck, das ist normal. Na, ich hoffe, ihr seht mich auch hier unten. Ich werde mal noch ein bisschen biegen, damit ihr mich ein bisschen besser seht. Ja, wie gesagt, beim Reinstecken verspürt ihr halt einen kleinen Gegendruck, das ist normal. Ja. Dann wirklich bloß handfest. Nicht zu fest.
Da sitzt, keine Sorge. Dann, ganz wichtig, zumindest mache ich das immer so, noch ein bisschen von dem Fett. Das war es in der Hinsicht erstmal. Mhm. Dann ganz wichtig, wieder einen neuen Lappen. Nehmt euch das Casting. Und wie ihr das bestimmt auch kennt vom Fahren her, ihr seht, wie dreckig die Buchsen sind. Wie voller Staub und alles so, ne? Es ist sehr, sehr wichtig, die wieder sauber zu machen. Sorry. Schwer mit so einer nicht beweglichen Kamera. Ja. Macht das ruhig mit ein bisschen Druck, aber halt nicht zu fest, damit ihr halt diesen kleinen Ring hier, diesen Federring, der den Druck auf die Richtung hält, nicht kaputt macht. Ja. Das dürftet ihr auf jeden Fall, also das darf auf keinen Fall passieren. Dann braucht ihr nämlich einen neuen Satz Dichtungen. Das ist halt auch ein Grund, viele schwören immer halt so auf Fox-Federgabeln und sowas. Hatte ich ja auch an meinem alten Bike. Auch ein Fox 36 Kashima, war ein schönes Ding, hat geil gefedert und alles. Zigtausend verschiedene Einstellungen. Aber ich bin jetzt halt nicht so der mörderisch mega krasse Hyperfahrer, wofür ich halt so viele Einstellungen brauche. Deswegen, für mich stand eh fest, ich brauche eine neue Gabel, oder ich wollte eine neue Gabel. Deswegen hatte ich mich dann halt auch für die SR Santo, also ich kaufe nicht einfach so, weil es viele fahren oder auch was. Ich habe mich dann schlau gemacht, über Monate lang nachgelesen und so. Und da habe ich mich halt sozusagen für die SR Santo entschieden. Weil A, wenig Einstellungen, also ich habe einmal Luft, ich habe einen Rebound, ich habe eine Low-Speed und eine High-Speed-Kompression. Völlig ausreichend. In der Hinsicht sind sogar High-Speed und Low-Speed sogar noch Puppe in der Hinsicht. Ja. Und halt der Service ist leicht gemacht. So, jetzt seht ihr, die Dichtungen sehen wieder richtig gut aus. Und ihr seht diesen, ihr seht ja bestimmt diesen, schwer zu halten. hier unten drinnen so ein kleiner Schaumring auf beiden Seiten, der hat noch gut Öl, der nicht mehr so. Das heißt, ich nehme jetzt eine kleine Spritze. Spritzen bekommt ihr überall, in jeder kleinen Apotheke kriegt ihr Spritzen zu kaufen, in sämtlichen Größen, kostenlos ein paar Cent. Und Öl empfehle ich immer, viele schwören auf das Rockshop, Kabel, Gel und irgendwas alles. Ich habe da aber für mich gelernt, dass es mir zu teuer ist. Und deswegen müsst ihr mal gucken. Es gibt halt auch, das ist Federgabelöl für Motorradfedergabeln. Gibt es in verschiedenen Viskositäten. Das ist eine, also das hat eine 10er Viskosität, das hat eine 5er Viskosität. Da müsst ihr euch selber entweder halt beim Hersteller einlesen oder gucken, was ihr für besser haltet. Ne? Ich zumindest, also ich bevorzuge, ja, ich habe kein bevorzugtes. Ne? Ich hatte mal eine Weile einen 7,5er gehabt, das habe ich damals bei meiner Boxer genommen. Top. Ne? Dann nehme ich mir halt so einen kleinen Behälter. Ja. Bisschen dunkler, nicht schlimm. Das andere ist rot. Dann, wie gesagt, eine kleine Spritze nehmen. Ich nehme halt so eine. Zieh die auf. Aber guckt halt vorher, ne, wenn ihr die schon mal benutzt habt, die Spritze. Das ist für ein anderes Öl oder fürs gleiche Öl war und nicht für ein anderes.
Ja, das ist sehr wichtig. Oder halt, dass ihr da halt nicht irgendwie mal anderes Öl abgezogen habt, damit es halt nicht dreckig wird. Oder innen drinne dreckig ist dann, ne? Ja, schwer zu filmen, muss ich ehrlich sagen. Ich stelle euch mal rein. Sorgt halt dafür, dass halt die Gabel schön geschmeidig bleibt beim Eintauchen und Austauchen. Oder einfedern, ausfedern. Je nachdem, wie ihr es lieber habt. Ja, ob für euch das Glas halb voll oder halb leer ist. Das ist gehuckt wie gesprungen. Ja. Viele oder einige, die mich halt vielleicht auch kennen, persönlich, wissen, manche halt auch vom Kanal her, sag ich mal, haben ja gesehen in der letzten Zeit, dass ich halt nicht so oft fahre. Und wie gesagt, ich bin noch nicht so der krasse Fahrer. Ne? Aber für mich ist halt wichtig, also ich kenne Leute, die sind für mich so diese fast serious Leute, ne? Also die richtig krass krank abgehen. So einer bin ich halt einfach nicht. Ne? Gebe ich ganz ehrlich auch zu. So ein krasser Fahrer bin ich nicht. Habe mich vielleicht mal für so eng gehalten, wo ich halt noch meine krasse Zeit mit Drogen und Alkohol hatte. Aber ich bin halt einfach nicht so einer. Ne? Vor allem jetzt nach dem Unfall nicht mehr. Ich will einfach nur noch, weil ich halt leidenschaftlich gern fahre. Es ist mir egal, ob ich jetzt halt einen halben Meter hohen Sprung habe, der einen Meter weit ist. Ne? Der sich für mich bei meiner Freude, beim Fahren und alles genauso anfühlt wie für jemand anders ein 3 Meter hoher Sprung, der 7 Meter weit ist. Ne? Es kommt einfach nur auf die Leidenschaft beim Fahren drauf an. Aber wie gesagt, ich kenne Leute, die sind wesentlich krasser unterwegs. Aber die machen so gut wie nie einen Service bei dem Fahrrad. Ne? Ich kenne sogar einige, die kaufen sich dann einfach ein neues Fahrrad. Verkaufen ihr altes. Die Leute, die sich kaufen, müssen dann halt einen Service machen und die kaufen sich neues. Wenn man das Geld hat, schön und gut. Ich nicht. Ich muss wirklich eine Weile dafür sparen. Wie viele andere von euch auch. Und deswegen bin ich halt der Meinung, jeder weiß, was so was kostet, die Fahrradteile. Und wenn man die halt regelmäßig auch pflegt, halten sie auch länger. Ne? Und seien wir mal ehrlich, wenn man es selber macht, kann man keinem anderen die Schuld geben, wenn irgendwas ist. Man ist selber dran schuld. Ne? Ich habe auch schon Misserfolge gehabt beim Service machen und musste danach trotzdem noch das zum Fachhändler geben. Mein Gott, was soll's. Ne? Ich habe mir auch alles nur selber beigebracht, ne? Und bin damit bis jetzt eigentlich zu, glaube ich, 90% immer sehr gut gefahren. Das Wichtige ist halt bloß, lest euch vorher ein, was ihr euch kauft. Nicht immer so diese Hype-Firmen oder irgendwas gucken. Nehmt das, was ihr für gut haltet. Ich zum Beispiel bei Bremsen, ich schwöre total auf Shimano. Die sind leicht zu machen. Auch so vom Service her. Die sind vom Preis her relativ gut. Und habe jetzt auch was Neues entdeckt. Das ist Formula Cura 4. Das ist auch eine sehr geile. Das Schöne ist bei denen, die haben sogar am Hebel und unten am Bremssattel einen Schnellverschluss. Von den Leitungen her. Einfach abziehen, ohne irgendwelche, dass da Luft reinkommt oder sowas. Was halt das Verlegen durch den Rahmen wesentlich einfacher macht. Ne? So, erstmal genug Quatsch. Ich zeige euch jetzt mal, ne, wie ich Casting wieder ranbastle. Ich hoffe, ihr seht mich. Immer mal dann denken, das alte Öl, was abgeflossen ist, geht dann mal mit dem Finger rein. Und um den obersten Ring der Dichtung. Nur ganz leicht. Muss nicht viel sein. Nur ein bisschen benetzt. Nein. Wollen wir mal kurz den Lappen nehmen. Damit halt auch kein Fett dran ist. Ganz schön vorsichtig einfädeln. Ich hätte auch die Dichtung nicht zerkratzt. So. Dann schiebe ich das hoch.
dadurch, dass hier keine Luft drauf ist, seht ihr auch, dass es halt wesentlich schneller reinschummert. Dreht euch die wieder nach oben, eine schöne Arbeitshöhe. Macht es am besten so, dass ihr wirklich steil ist. Weil ihr müsst nämlich nochmal, bevor ihr alles wieder zusammenbastelt, erstens sauber machen. Sauberkeit ist wirklich, sorry Leute, das A und O. So. Vorher ist es nämlich wieder alles zusammenbasteln. Spritze. Die zieht ihr euch jetzt auf wieder. Dem von euch ausgesuchten Öl. Wie gesagt, nehmt kein Hydrauliköl. Ne? Geht zu PS oder zu irgendeiner Motorradwerkstatt. Ne? Die haben das manchmal auch in großen Fässern. Die füllen euch das dann ab. Ich habe jetzt hier für beide Flaschen, das ist jeweils 1 Liter, 1,5 Liter. Der große hier ist sogar, ja doch, 1 Liter. Die andere ist, ja, auch 1 Liter, sehe ich gerade. Das ist wirklich viel wert, sag ich mal, ne, wenn man sowas hat. Und im Gegensatz zu dem doch so sehr, hoppala, sehr gehypten Rockshox Gabelöl. Ich glaube, beim Rockshox Gabelöl bezahlt man für 250 Milliliter oder 300 Milliliter so um die 30 Euro. Ich habe für die 2 Liter nicht mal 30 Euro bezahlt. Und in der Hinsicht ist es eigentlich auch Gabelöl ist Gabelöl. Ja. Nicht immer, aber für Motorrad und das ist es halt schon das Gleiche. Ja. Dann guckt ihr halt, was ihr für eine Spritze habt. Das hier sind jetzt 20 Milliliter, 25. Schön langsam und gleichmäßig. Es soll halt nicht im Gegenspritz kommen, weil drin ist es ja auch mal ein bisschen was drin in der Gabel, wo es halt stoppen könnte. Ja. Nochmal auffüllen. Ich weiß, es wird diesmal ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem und gefällt euch. Ich habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit, dadurch, dass ich anscheinend kaum noch wirklich Videos reinstelle, weil ich halt mit der Schule und so zu tun habe, habe ich schon mitgekriegt, dass ich halt leider 2 Abonnenten verloren habe. Nicht schön, aber ich wollte ja auch über die Videos jetzt halt nicht berühmt werden. Na? Ich will halt das, was ich erlebe und was ich halt so für mich schön finde und alles so, will ich halt mit ein paar Leuten teilen. Und ich denke mal, das schaffe ich dann doch sehr gut. Ne? Schön langsam aufziehen. Ja. Ja. Dann müsst ihr alles noch mal trocken. Dann müsst ihr gucken. Diese hier, wo der Ring drauf war, kommt dann auf die, wo hier halt auch dieser Imbo rausguckt. Unter die Scheibe nicht vergessen. Erstmal nur handfest, so gut wie es geht. Ist klar. Am besten ist natürlich immer, man macht sich schlau über die Vorgaben vom Hersteller, wie viel Newtonmeter oder ihr kriegt halt, wenn man es eine Weile macht, sag ich mal, weil das alles Feingewinde ist und so, kriegt man nach einer gewissen Zeit auch ein gutes Gefühl rein. Ja. So, kommt dann halt
der Dichtungsring wieder ran. Auch immer ein bisschen einölen. Und dann beim Rüberziehen das nicht kaputt macht. Dann den halt wieder draufstecken. Bleibt nicht immer leer an. So. Ja. Das stimmt, die Mühlbahn hat sich nicht zurückgedreht, aber es ist nicht ganz so böse. Dann wieder der so heiß geliebte Lappen. Schön alles abwischen. Ja, ich weiß, ich hatte vergessen, beim Zusammenbau jetzt wieder die Handschuhe zu nutzen. Dafür habe ich aber halt auch noch ein bisschen Bremsen rein hier drauf. Mache ich mir ein paar Spritzer auf den Lappen. Und gehe jetzt vorsichtig halt auch mal die Teile rüber hier so ein bisschen, die davon betroffen waren. Ne, natürlich, wenn man sich schon mal ausgebaut hat, kann man so gleich in und allen so auch mal komplett sauber machen. Ne, dann nehme ich jetzt mal runter. Nicht gleich komplett runter. Halt die Dämpferpumpe. Ja. Da gibt es auch halt von Hersteller zu Hersteller logischerweise unterschiedliche Normen, was da steht oder Beispiele halt, wie viel auf die Gabel drauf soll. Ja, da müsst ihr euch mal informieren. Meistens steht es auch in einem Handbuch drin. Aber nehmt dann trotzdem bei den ersten Fahrten halt eine Dämpferpumpe mit. Es sei denn, ihr fahrt die Gabel schon eine ganze Weile und wisst, mit welchem Luftdruck ihr am besten zurechtkommt. Na, dann nehmt ihr logischerweise den. Ich hatte jetzt immer. Mist, ich habe den blauen Gummi vergessen drauf zu machen. Gut. Ich muss die da nochmal auseinanderbauen schneiden. Ah, ich lasse den Gummi jetzt erstmal ab. Das ist nicht ganz so wilde. Schlimmeres. Geht dann eh nochmal ein Service demnächst. Weil ich mir eventuell andere Federn für drinnen bestelle. Ja, ich bin bis jetzt immer so mit knapp 10 bar gefahren. Ja, war mir dann doch langsam ein bisschen zu hart. Ich probiere es jetzt erstmal mit 7,5. Bin zu knapp 100 PSI. Immer ein kleines bisschen mehr aufpumpen. Weil beim Abdrehen kann man nochmal ein kleines bisschen entweichen. Ja. Schöner Vorführeffekt mit dem blauen Gummi. Ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen gerade, aber okay. Kann ich es gar nicht machen. Nehme ich mal raus. Packt euch immer was unter. Auch mal umdrehen. Also das Öl, was ihr unten reingespritzt habt, überall rankommt. Ja. Und dann doch gucken. Manchmal ist es halt wirklich so, dass mal irgendwas ist und dann kommt es halt irgendwo raus. Es kann passieren, muss nicht. Ja. Alles dicht, alles schön. Federn tut sie wunderschön. Ja. Erstmal hingestellt, vorsichtig. Weil jetzt mache ich den Rest. Das war jetzt erstmal der Gabelservice. Ich weiß, es ist ein relativ langes Video gewesen. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem relativ gut gesehen und es gefällt euch. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Jay.